So, jetzt pass auf. Deutsch. Geht schon nicht. Also eigentlich ist es ja selbsterklärend, die ganze Geschichte. Ne? Das kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Ja, und weiter? Kommen Sie gut klar mit dem Touchscreen. Allgemeine Geschäftsbedingungen habe ich schon lange auswendig gelernt. Es geht nicht. Thorsten versucht es mit seiner Tankkarte. Dann mit seiner EC-Karte. Schließlich mit seiner Kreditkarte. Kreditkarte. Nein! PIN eingeben. Will er mich verarschen? Ich habe kein Visa-PIN. Also jetzt gehen wir mal in die Kasse. Hallo. Also der Mautcomputer da drüben, der hat mich jetzt doch ein bisschen gestresst. Aber die Jungs hier an der Kasse, die kennen das bestimmt schon. Weil viele, die hier reinkommen, die hängen da drüben an dem Ding. Erstens ist der Touchscreen scheiße, das habe ich schon gewusst im Vornherein. Aber dass er meine Dankkarte nicht genommen hat, das war schon doof. Und dann wollte ich also mit meiner EC-Karte zahlen, aber das ist auch nicht gegangen. Und dann kam die Visa-Karte, da habe ich mein PIN nicht gewusst. Aber dann war ja er Gott sei Dank da. Mein Bargeld nehme ich immer. Tschüss, ne? Ich komme mal wieder vorbei. Ja, dann ciao. Gute Fahrt. Vermisse euch. Ja, wir dich auch. Für 60 Euro ist Thorsten die 425 Kilometer bis zur polnischen Grenze legal unterwegs. Also ich glaube, mit der polnischen Maut wird es einfacher als mit der deutschen, weil da habe ich jemanden mir gegenüber, einen Menschen, mit dem ich reden kann und der mir das erklärt und auch macht. Und hier hatte ich wieder nur eine Maschine. Mit Maschinen kann ich nicht so, mit so Computern kann ich nicht so.